Herzlich willkommen zurück zu einer Aufnahme von Let's Play Risen, eher gesagt eine Folge. Und wir sollen uns um einen Vorposten kümmern. Soweit, so gut. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na, endlich passiert hier mal was. So, dir gefällt das. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Weiße klatschen? Ja, da bin ich dabei. So. Zum Glück will auch jeder klatschen gehen. Warum kannst du diese Schurken nicht schicken? Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Mutig, mutig, Kleiner. Na, das kann ja was werden. Zum Glück haben die alle Waffen, weil ich habe deren Waffen ja alle verkauft. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Wenn's denn unbedingt sein muss. So. Oh. Meine Armee folgt mir schon. Nein, jetzt nicht. Okay, ich weiß nicht. Sind hier noch irgendwelche Kämpfer? Oscar, Jäger, Schurke, Schurke. Warte, es gibt doch hier noch zwei Kämpfer, die hier Wache schieben. Einmal Madame. Ich habe schon jahrelang Pause. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Na schön. So, mit dieser Armee kann uns eigentlich gar nichts passieren. Denn wir holen jetzt noch einen. Und einer ist ja schon sehr mächtig. Und dann haben wir hier alle. Und ich sehe schon, dass einer von denen eine mittelschwere Rüstung anhat. Und ansonsten haben alle die leichte Banditenrüstung an. Wie man das in jedem, sag ich mal, Gothic-Spiel erkennt. Und wo ist das? Ah, da ist er doch. Fincher will, dass wir den südöstlichen Tempel angreifen. Ach nee, da muss ich mich wohl bewegen, was? Jupp. So, südöstlichen Tempel. Das heißt, der wird... Ich kann das jetzt schlecht mit der Maus sein. Nie ohne Seife waschen. Hier wird der sein. Das ziehe eventuell sogar. So, dann... Oh Gott, das hätte so schnell schief gehen können. Essen wir Katzenminze, Minze natürlich, normale Minze. Aber laufen hier nicht auch noch normale? Warte, was ist hier? Wolltest du was? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Kämpfer. Suchst du was? Warum kann ich diesen Kämpfer nicht mitnehmen? Ist doch doof. Warte, kann ich mal Ich bin kein Schmied. Tja, und das werden wir auch fürs Erste nicht werden. Tut mir leid, Junge. Tut mir leid. So, wenn wir irgendwie falsch laufen, wird uns es wahrscheinlich irgendjemand schon sagen. Gott. Vor kurzem waren wir ein Fremder, ein Niemandtier. Und nun führen wir unsere eigene Armee. Nicht wahr, Jungs? Warum ist eigentlich immer der schlecht ausgerüstete der Anführer? Ist ja in jedem RPG. Jeder folgt dir, obwohl du so eine beschissene, beziehungsweise in unserem Fall gar keine Rüstung an hast. Ist aber ziemlich spät, dass wir noch keine Rüstung haben. In jedem Gothic-Teil hätten wir jetzt schon eine Rüstung. Südöstlich, das heißt, wir müssen da lang. Los, Leute. Folget mir. Folget mir in den Sieg. Hussa. Nein? Ich hab mir fast gerade meinen Knochen gebrochen. Ich hatte mich nicht mal am Fuß kratzen, während... Ach, egal. Ist das der südöstliche... Sowas von ist das der... Attack! Erstmal versuchen wir es diplomatisch. Verpiss halt! Du. Im Namen des Inquisitors! Jetzt ist das Schwein endlich erledigt. Ja, das sieht doch mal gut aus. Wer will vor? Schaut mal, wer da ist. Im Namen der Inquisition, du bist verhaftet. Oh, die machen Schaden. Sogar sehr viel Schaden. Jungs, macht was.
die versuchen mir wirklich die Sachen zu klauen. So, haben wir ja schön Mist gebaut. Jetzt schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird noch lustig. Wer hat das Licht ausgemacht? Das sind Grabmatten. So, das ist doch alles wunderbar bis jetzt. Das hört sich an wie das Geräusch, was es macht, wenn wir uns zurückziehen sollten. Deswegen machen wir erstmal einen Rückzug und gehen mal dahin, wo der eine Typ gerade herkam. Klar, wir sind gerade viele Leute. Dieser Typ wäre, egal was da gerade rumstöhnt, kein Problem für uns. Und ich habe recht, hier sind noch mehr von den Leuten. Verdammt viele. Ergib dich, Gesetzesbrecher! Ich habe doch nichts gemacht. Aber warum machen die alle so viel Schaden? Warte, während ihr da Spaß habt, guck ich doch eher. Kampfstab. Ah, geht unter Stab. Oh, das hat jetzt Aua gemacht. Nein! Bringt den um. Los, macht was. Ich denke, derweil das hier. Okay, von mir aus tank ich auch. Du musst da auch mal draufhauen. Noch ein Treffer überleben wir nicht. Der nur auf uns fixiert ist. Ich sag doch noch, einen Treffer schaffen wir nicht. Und da er auf unsere Kameraden verständlich umgeswitcht ist, da verstehe ich das vollkommen, dass wir natürlich nicht abblocken können, weil, hallo, unser Kamerad hätte uns treffen können, den wir anführen. Den wir aber schon selber aufs Maul gehauen haben. Warte, war ich schon hier unten? Also. Es gibt Ärger. Danke, Leute. Wieder hoch. So, so, das heißt wieder ein tollen Kampf gegen. Ach komm, hauen wir den erstmal um. Ergib dich, Gesetzesbrecher! Okay, einen Stab wegzuhauen ist wesentlich schwieriger. Haut schon drauf, ihr Pussys. So, das war's. Das kann ich alles gut gebrauchen. Und ich noch mehr. Wunderbar. Das hat ja so funktioniert wie... Ach, scheiß drauf. Attack on Titan. Lager. So, jetzt nochmal das Ganze von neuem. Wir haben noch Heilzauber. Ist mir gerade so eingefallen. Okay, das ist der Rudolf. Ich greife. Ja. 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 Los, hinterher. Ja. 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 Ja, tötet den Mörder. Ich hab doch niemanden umgebracht. Oh,
guck mal, wo haben wir unsere Heilzauber? Ah, so schnell geht das. Wie lu- ja, nee, jetzt kommt der schon wieder. Komm schon. Was zum... Wusa. Wir brauchen unbedingt eine Rüstung. Aber ich will nicht diese Arbeitskleidung kaufen. Weil ich hätte mal gucken können, wie viel... Für wie viel wir die wieder verkauft hätten. Also wenn wir die Kleinen kaputt hauen, kommt der Große und will uns kaputt hauen. Halt! Im Namen des Inquisitors! Aber wenn wir den Großen angreifen, will uns der Große wahrscheinlich sowieso aufs Maul hauen. Na klar, wie sieht die Unwichtigen an? So viel kann er doch gar nicht einstecken. Hä? Ja, warum kann ich eigentlich nicht ausweichen, wenn ich gerade getroffen worden bin? Das ist doch alles unfair. Eigentlich kann ich... Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist jeden Kleinen umhauen. Alles looten und dann gucken, wie weit die sind. So. Halt! Im Namen des Inquisitors! Los! Im Namen der Banditen, haut mal drauf. Den schnappen wir uns! Ja, die Kleinen gehen gerade schön drauf. Beziehungsweise, sie sterben. Um es richtig auszudrücken. Du entwischst mir nicht. Der trainiert weiter. Ja, das ist ein zweiter Starker. Ordenskrieger. Er ist ein Baum. Den hauen wir aber schneller weg. Hä, wir hatten ein volles Leben und der haut uns einfach weg? Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ohne Rüstung. Und hiernach kriegen wir sicherlich nicht die Rüstung. Das heißt, wohl oder übel, müssen wir uns eine stärkere Rüstung kaufen. In dem Fall die Arbeitskleidung. Im Namen da! Ja! So. Wartet. Nicht mit mir, meine Freunde. Ich kann dich auch hören. Das ist doch mal nett. Ja, jetzt kam er wieder von der Seite an und schlägt dazu. So, wenn ihr mich entschuldigt. Ernsthaft, warum mache ich einen Lichtzauber? Ich wollte mich heilen. So, das war genug Magie für heute. Aber warum können die nicht einfach draufhauen? So, ich lackiere jetzt als Tank und block einfach nur ab.
Sieh schon. Wir werden gleich schon wieder getötet, weil der den von hinten trifft, uns zur Seite schickt und er uns dann von der Seite angreift und wir nicht blocken können. Da, da. Habe ich es nicht gesagt. Aber diesmal stirbst du. Leute. Das war schön. Hier über den Weg zu laufen, den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Wartet mal, alles ist mir. Ich bin der Anführer, ich krieg alles. Die haben wirklich nichts genommen. Das ist nett. So, wir trinken hier was Wasser. Hoffentlich füllt es. Hat es überhaupt was aufgefüllt? Na komm, dann. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Wir haben nichts zum Braten, das ist doof. Brauchen aber irgendetwas. Du arme Wurst. Nicht mal Gold, damit kannst du sowieso nicht umgehen. Steckt. Wirkung ist legendär. Ja, dann futtern wir das nochmal. Mein Leben ist toll, auch wenn es nur ein Punkt ist. Es hat sich ja an, als würde sich jede Sekunde irgendwie etwas Neues aus dem Boden schießen lassen. Heilpflanze, so. Wenigstens etwas Leben. Oh. Den schnapp ich mir! Sagte er und starb. Den hätte ich auch kalt gemacht. So. Die sind alle tot. Die Weißen am südöstlichen. Warum erzählst du mir das? Hat er eigentlich recht? Warum erzählen wir ihm das? Ich würde ja da durchgehen, aber ich weiß, der kommt irgendwann vier und will uns nachher umboxen. So, ich hoffe, die Steppe bringt irgendetwas ein. Wenn wir die Mana-Tränke auch verkaufen müssen. Und es regnet. Na wunderbar. So, die restliche Folge von. Die restliche Zeit von dieser Folge werden wir wahrscheinlich damit verbringen, dass wir zum Don und Madame gehen. Und sagen, dass wir wieder mal erfolgreich zurückkamen. Wir sind auch nur 3-4 Mal gestorben. Schon wieder eine dieser +1-Lebensenergie-Dinger. Ne, warte mal, das war Reiselust. Egal, die sehen eh doch alle gleich aus. So, hier sind wir hier sind wir wieder beim Sumpf. Im Sumpf. Das Holz. Da ist ein Jäger. Ich glaube, wenn wir ankommen, schlafen wir doch erstmal bis zum Mittag, damit Regen weg ist, der Winter weg ist und wir schön am Schlafen waren und halt unser Leben wieder erfrischt zurückbekommen haben. Jetzt haben wir ja eine schöne neue Hütte bekommen. Extra von allem hier spendiert. Sogar mit einer Shisha. Bis zum Mittag schlafen. Ach, wach. Hört man nicht das Gewitter noch vom vorherigen Tag? Ach, wie geht mir jetzt rein? So, ich finde, wir sollten das mit dem Don besprechen, weil er vielleicht dann doch ein Auge zudrückt und halt unsere Leistung anerkennt. Und wir deshalb halt unsere fette Rüstung bekommen. Der erste Bahn. Ich habe mich um das südöstliche Artefaktlager gekümmert. Ja, ich hab schon gehört. Gute Arbeit, das muss ich dir lassen. Hier, ein paar Münzen von meinem Haufen für diese gute Nachricht. Das geht doch niemals gut. Was gibt's? Hast du nichts zu tun? Die Weißen an der kleinen Tempelruine sind Geschichte. Sehr gut. Don Esteban wird mit dir zufrieden sein. So, dann wird es jetzt Zeit, die Schätze aus dem Tempel zu bergen. Die Arbeiter müssen die Artefaktkisten, die die Weißen gesammelt haben, ins Banditenlager bringen. Was ist mit Hawkins? Soll sich doch Hawkins darum kümmern. Ja, gute Idee. Ich werde mit ihm sprechen. Die Sache muss so schnell wie möglich geschehen. Und zwar bevor die anderen Weißen davon Wind bekommen. Ah, ich verstehe.
Wenn wir schon mal auf dem Weg sind, können wir auch mal mit Hawkins reden. Oh, die Prups. Ach, doch. Wolltest du was? Von drinnen sieht es draußen schöner aus. Naja, aber das ist eine Tatsache, die schon immer so war. Kann das sein? Warte mal, erstmal, zeig mir deinen Wagen. Zeig mit. Ja, wir werden nicht mal alles loswerden. Aber das ist sogar einiges wert. Aber nicht wert genug, wie es aussieht. Leider. Verkauf mal die kleinen Sachen. Weil erstmal wollen wir kein Magier werden. Was müssen wir denn noch loswerden? Licht können wir loswerden. Ja, das reicht für die Rüstung. Ja, dann will ich mal gucken, wie viel wir bekommen würden, wenn wir sie uns holen würden. Das heißt, wir haben sowieso vorgehabt, zu Hawkins zu gehen. Spielen, speichern, Rüstung und Arbeit. So. Die Artefaktkisten. Die Artefaktkisten an der kleinen Tempelruine müssen geborgen werden. Was denn noch alles? Ich mach ja schon, was ich kann. Tatsächlich, warum sitzt du da noch hier rum? Beweg deinen Arsch. Tatsächlich? Warum sitzt du da noch hier herum? Beweg deinen Arsch. Ja, ja. Schon gut. Ich gehe ja schon. Warte. Arbeiterkleidung. Gib mir Arbeiterkleidung. In Ordnung. Hier hast du sie. Warte, wir können sie nicht verkaufen. Wir kriegen die sofort angelegt. Danke. So, gucken wir doch mal, wie viel würde der Alte haben. Bei nur 100 Trollstücken will der wahrscheinlich 10 haben. Zeig. Bei unserem Glück. 20. Wir behalten es erstmal, weil wir brauchen den Schutz. Wir haben es gerade gesehen. Ohne die Hilfe der anderen hätten wir das manchmal ansatzweise geschafft. So, was haben wir denn noch als Drogams? Wir wissen, wo die Liste ist. Ja, ich glaube aber, Droger ist tot und außerdem ist die Folge vorbei.